Das kann, muss man kaufen, so. Ne? Das, muss, das kostet 5 Euro. Ja, warte. Kannst du warte kurz. Nee, aber ich mein PayPal. Ich hab das schon. Huch, ich hab das schon. Dem, echt? Okay, ja, ja. Ich muss dich leider fragen, weil mein PayPal spinnt ja seit dem Rewe-Vorfall. Kann ich ja nichts mehr mit PayPal kaufen. Ich mach das eben. Warte mal. Der Rewe-Vorfall. Der Rewe-Vorfall ist dokumentiert. Ja, so, ich muss das nochmal erzählen. Ich gehe zum Rewe, ja? Ich kaufe ein. Ja. Ich bezahle mit meiner Sparkassenkarte, ne? Unfassbar. Ja. So, und dann hier so bla bla. Ne? Kriege ich, weiß ich nicht, ein paar Wochen später Post, ne? Ja. Will, Rewe schickt mir eine Mahnung, will Geld von mir, ne? Ich, ne? Und dann, ja, hier, bla bla, und hier wurde irgendwie was zurückgebucht, nicht abgebucht, irgendwie ganz komisch. Und dann 1000 Telefonate mit dieser Firma, die in Auftrag von Rewe diese Mahnung geschrieben hat, mit Rewe selbst, mit meiner Bank. Und dann war das irgendwie so, dass die, wie war das? Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich habe ganz viele Erklärungen gekriegt, aber die geilste Erklärung war immer noch, dass die Kontonummer nicht gefunden werden konnte. Ich sag, ich habe an der Kasse mit meiner Karte bezahlt. Ja, aber die Kontonummer konnte nicht gefunden werden. Ich habe an der Kasse mit meiner Karte bezahlt. Wie kann denn da die Kontonummer nicht... Und seitdem irgendwie, ne, dann musste ich da so irgendwie eine... Vielleicht war das die gefakte Karte, die du gedruckt hast. Ja, natürlich. Nee, aber ich musste... Warte, meine Bibliothek hinzufügen. Dankeschön. Ich musste 20 Euro, glaube ich, waren das an Gebühr, die dafür eine 20 Euro und auf Einkauf da drauf kam. Und das Ende vom Lied ist, dass PayPal dann irgendwie gesehen hat, aha, irgendwas stimmt mit dem Bankkonto nicht, da geht komisch irgendwie Geld drum, keine Ahnung. Und seitdem kann ich nichts mehr über PayPal, also ich mache das immer so, ich habe über PayPal bezahlt, das wurde dann vom Bankkonto abgebucht, ne? Hm, ja. So ist es gemacht, so ganz normal. Aber nein, PayPal nimmt das, das Konto nicht mehr an. Und ich weiß nicht, an wem ich mich wenden soll. Ich warte einfach, bis es irgendwann von alleine wieder geht.